Guten Morgen, meine Lieben. Wie Gott sie schuf, direkt aus dem Bett. So, da ist Riegelchen. Der Kopf ist mittlerweile größer als meiner. Hm? Oh, das ist bei sich Bubett. Bin ich ganz nass? Hasen nass jetzt hier. Hm? Da schau. Oh. So. Also, Kind war gerade kurz draußen auf der Toilette. Also das eine Kind mit dem anderen Kind. Sag mal so, ja, wir haben hier kein Klo mehr, deswegen müssen alle Kinder raus. Ja. Ich habe hier schon meinen Kaffee fertig gemacht. Ich bin ja kaffeesüchtig, ne? Muss dazu sagen, das ist hier I'm not perfect, but my cat loves me. Dann müsste ich jetzt eigentlich so eine Hundetasse nehmen. Das habe ich mal geschenkt bekommen vom Maximilian zum Geburtstag. Ich liebe diese Tasse, die ist so süß. Und ich mag auch gerne aus Porzellan trinken tatsächlich. Nun gut. Ja, ich habe gedacht, ich mache heute mal so ein bisschen vlogmäßig und nehme euch so ein bisschen mit. Und deswegen bin ich jetzt noch ungeschminkt und alles auch noch unpräpariert. Ne? Ich wollte euch mal meine neue Morgenroutine zeigen und vielleicht noch, wenn es Zeit ist, noch meine Abendroutine. Das hat sich ein bisschen geändert und das habe ich jetzt schon seit über einem Monat geändert und das wollte ich euch gerne zeigen, weil ich doch sehr begeistert davon bin. Und dann wollte ich euch noch mitnehmen, ganz random, ne? Also wir gehen mit Riedelchen noch irgendwie auf den Hundeplatz. Was heißt Hundeplatz? Also wir gehen zu so sogenannten Spielstunde, also das heißt, da treffen sich halt eben Welpen unterschiedlicher Größe, aber halt ähnlichen Alters und die haben da so ein eingezäuntes Areal, wo die halt richtig rumtoben können und das ist so klasse, da könnte ich mich immer so, also es ist so herrlich, den zu sehen, wenn er so rumpäst und seine liebste Freundin ist die Bella, das ist auch ein kleines Pudelchen und die zwei lieben sich heiß und innig, das ist so süß, das zeige ich euch gerne mal und dann habe ich gedacht, ich zeige euch noch so ein paar Sachen, also ich habe ganz viele Sachen gekauft zum Black Friday. Die habe ich euch irgendwie noch gar nicht alle gezeigt. Das mache ich mal in einem extra Video, weil es echt viel ist. Und dann habe ich aber so ein paar Sachen gekauft in Dubai. Das wollte ich euch noch zeigen, was ich da so geshoppt habe. Da war ich ja bei Dyson, also bei, heißt es Dyson? Ja, ich glaube, dieser japanische Laden. Da so ein paar Sachen habe ich, also nur so Kleinigkeiten gekauft. Jetzt nichts Aufregendes. Dann machen wir ein bisschen Tages-Make-up. Wie gesagt, sonntags macht mein Mann oder am Wochenende machen wir häufig halt irgendwie, spielt mein Mann Bäcker. Und er macht eigentlich, nein, ist gar nicht wahr. Mein Mann macht eigentlich jeden Tag frische Brötchen, backt selber auf, für die Kinder, auch für die Schule. Und am Wochenende gibt es meistens Laugenstangen und dann auch leiten wir das ein mit Weißwurst. Als echte Münchner. Also es ist jetzt nichts Aufregendes. Ich habe jetzt leider kein, hier kein aufregende Stadt in der Nähe oder dass man jetzt aufregende Sachen machen könnte. Das ist ein ganz normaler Wochenend-Vlog. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei und folgt mir so ein bisschen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Dann bin ich nicht so alleine. Macht so viel mehr Spaß. Na, ich würde sagen, ich mache jetzt mal meine Morgenroutine. Ich merke halt schon, dass ich einfach Feuchtigkeit brauche. Immer, wenn ich abends Retinol anwende oder Retinoin. Und deswegen fangen wir mal an. Ich zeige euch das übrigens auch nicht im Bad, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Bad sind die Lichtverhältnisse doch schwierig und dann halt auch sehr. Das heißt, ich bringe dann meine Produkte hier zu meiner schönen Kamera, meiner guten DSL-Kamera. Und da habe ich auch viel besseres Licht und dann könnt ihr das auch besser sehen. Also deswegen mache ich das so ein bisschen anders, weil, wie gesagt, natürlich wirkt es authentischer, wenn ich das im Bad mache. Aber das ist halt, wie gesagt, suboptimal. Also bis gleich. So, eine Sekunde nicht aufgepasst und das Riedelchen hat den Pinsel durchgekaut. Ja, sehr schade. Ja, das hast du gemacht. Ja, das war dein Werk. Hm? Nee, das ist jetzt kein Spielzeug. Ich wollte es dir nur noch mal zeigen, dass es nicht in Ordnung war. Nein, Riedel, aus. Das ist Mamas Pinsel. Gott sei Dank war es kein Reffer-Pinsel oder Hakuhodo, ich würde sterben. Aber auch der kleine Pinsel hat es nicht verdient. Ja, mein Fehler, nicht aufgepasst, Riedelchen. Nein, das kriegen wir nicht zum Spielen, das ist nämlich nicht gesund, wenn man das frisst, gell? Mensch. So, jetzt fangen wir mal an mit der Morgenroutine. Seit über einem Monat verwende ich eine neue Hautpflege und tatsächlich nichts anderes. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Hautpflege ausprobiere und nehme dann halt verschiedene andere Sachen zusätzlich, dann kann ich ja nicht feststellen, ob die Hautpflege mir gut tut oder nicht. Und ich habe das jetzt wirklich konsequent seit mehreren Wochen verwendet. Und zwar seht ihr, es ist komplett leer.
alles leer geputzt hier. Das kann ich jetzt mal abmachen. Riecht angenehm. Und zwar ist das hier von Mary Stürmer, mediterrane Momente. Und zwar ist es die Anti-Aging-Creme. Ich habe die jetzt Gott sei Dank Nachschub. Und zwar verwende ich die in Kombination mit der Augencreme und zusätzlich ein spezifisches Serum, das ist ein Anti-Aging-Serum, heißt das. Wobei ich dazu sagen muss, also ich nehme nur in der Winterzeit zusätzlich eine Augencreme zusätzlich. Während im Sommer, dann mache ich es eher so, dass ich halt eigentlich Augencreme relativ oft verzichte. Aber ich habe festgestellt, dass so morgens oder beziehungsweise wenn die Augenpartie sehr trocken ist, gerade so in den Wintermonaten, dass mir eine zusätzliche Augencreme, die noch ein bisschen reichhaltiger ist, noch ein bisschen besser penetriert und vor allen Dingen auch nicht in die Augen reinkriecht, dass das wirklich sinnvoll ist. Damit fangen wir gleich mal an. Ich nehme immer so viel drauf. Ich nehme das immer so auf den Mittelfinger und klopfe das hier so ein. Also ich versuche nicht zu reiben, um die Augenpartie, also die Haut, die ja sehr, sehr empfindlich ist und sehr dünn, um die halt nicht zu zerren. Und ich klopfe das hier immer so schön ein, auch oben und unten. Und ich finde, die macht einen sehr schönen, also wirklich sehr schönen Feuchtigkeitsboost und dass ich eine reichhaltige Creme habe, dass ich dann hinterher gut zum Beispiel auch einen Concealer auftragen kann, ohne dass es so keke aussieht, weil gerade so hier ist es bei mir immer sehr, sehr trocken hier. Und wenn ich das nicht verwende, merke ich tatsächlich, dass mir da was fehlt. Ich nehme tatsächlich auch, also normalerweise nehme ich ein Serum immer abends. Macht mehr Sinn, ein Serum halt die ganzen Wirkstoffe konzentriert nochmal abends zu verwenden, als jetzt morgens. Und diese ganze Wirkstoffpflege oder diese ganze Kosmetikserie, also mediterrane Momente, ist basiert auf der Traube, und zwar aus Bordeaux. Und zwar das Resveratrol, das ist das, also eins der Top 5 antioxidativen Produkte, die eben in der Traube drin steckt, aber nicht in der Traube selber, nur alleine oder in den Kernen, sondern vor allen Dingen in der Schale. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man, wie man das herstellt und vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, wo das Ganze herkommt. Und die Mary Stürmer, ich habe die auch mal kennengelernt, ich mache da nochmal ein extra Video zu, weil ich das so interessant fand. Die hat, wie gesagt, sich ganz diesem Produkt verschrieben, dass man natürliche Inhaltsstoffe aus der mediterranen Umgebung verwendet. Also alles pflanzlich basiert, aber halt eben mit Hightech-Science hinterlegt und die besten sagen wir mal, Prozesse dafür verwendet, um die Inhaltsstoffe auch so reinzubringen, dass sie auch einen Effekt haben. Ich wollte euch das noch sagen, ich muss ein bisschen spicken, damit ich nichts vergesse. Es sind keine Tierversuche, keine Mikroplastik, keine Parabene, keine Mineralöl, keine PEGs. Es sind natürliche Öle drin, es ist vegan. Also für die, die sehr viel Wert auf vegane Sachen legen, ist es auch wichtig. Und was ich persönlich tatsächlich immer sehr wichtig finde, es ist entwickelt, hergestellt und produziert in Deutschland. Das finde ich immer ganz wichtig, weil du hast hier also in Deutschland sehr, sehr hohe Anforderungen, was die Herstellung anbelangt und auch die Qualitätsprüfungen. Und das ist für mich immer ein sehr großes Qualitätsmerkmal. Ne? Also deswegen lege ich da persönlich sehr viel Wert drauf. Jetzt quatsche ich hier so viel. Wir wollen das mal verwenden. Ich nehme das morgens tatsächlich immer so 2 Pumphübe. Das ist so ein richtig schönes Serum, was so ein bisschen gelartig ist. Und das hat auch überhaupt kein Parfum. Und das ist nochmal wichtig für Liftingsprozesse, also beziehungsweise ne, für die Kollagensynthese und um da den Alterungsprozess, also die Elastizität der Haut zu verbessern, sage ich mal, weil da speziell nochmal Peptide enthalten sind, die halt eben wichtig sind für die Kollagensynthese. Und klebt ein bisschen. Deswegen finde ich das ganz gut als Make-up-Unterlage. So, und die habe ich jetzt, wie gesagt, leer gemacht. Das ist die Anti-Aging-Creme. Das finde ich auch gut, weil es ist ein 100 ml Pot. Ne? Also
Ich habe die, wie gesagt, morgens und abends verwendet und die hat mir jetzt 4 oder 5 Wochen gehalten, weil ich bin immer recht großzügig mit den Cremes. So. Ganz jungfräulich, eine ganz neue. Ich nehme da immer großzügig. Die riecht so ein bisschen fruchtig. Und ist aber sehr angenehm. Natürlich immer die Hände nicht vergessen. Ne? Sie zieht sehr schön schnell ein. Und ist eine super Make-up-Unterlage. Und sie ist auch reichhaltig genug für mich, wenn ich abends halt immer meine Vitamin-A-Säure verwende. Und auch im Winter, wenn halt eben, wie gesagt, die Haut noch ein bisschen trockener ist, dass sie ausreichend pflegt. Das finde ich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Deswegen finde ich das auch toll. Und was mir auch gut gefällt, dass ich halt für morgens und abends einen Pott habe. Ne? Es gibt ja häufig Cremes, die halt morgens nochmal ein SPF drin haben und abends nicht. Und vielleicht nochmal irgendwie andere Substanzen drin. Braucht man eigentlich alles gar nicht, weil da eigentlich alles drin ist. Das finde ich auch ganz praktisch. Ich habe hier noch so ein bisschen von meinem selbstgemachten Vitamin C Serum. Das habe ich tatsächlich in den letzten 4 Wochen gar nicht verwendet, weil mir die Creme eigentlich ausreicht. Das Vitamin C ist ja nochmal wichtig, da ist auch ein bisschen Vitamin C drin. Ist ja nochmal wichtig für das Kollagenbooster und vor allen Dingen als Radikalfänger, als Antioxidant. Und in der Creme oder diese ganze Linie baut ja auf der Traube auf, aus Bordeaux, weil da die Konzentration von Resveratrol am höchsten ist. Also erstens Bordeaux, zweitens mediterran, das ist ganz, ganz wichtig. Also das so ein bisschen jetzt nur ganz grob mal angerissen, was da alles drin ist. Also ich sage euch mal, ich lese das immer so ein bisschen ab, weil ich kann es auch nicht alles merken. Ne? Es ist Resveratrol, also von der Weintraube, Weinblätter, Weinrebe drin, aber auch Traubenkernöl, Traubenwasser und Stammzellen von der Traube. Dann sind auch von Oliven drin, und zwar Olivenfrucht, Olivenkern, Olivenblatt, Lavendel, dann Papaya-Enzym, ganz wichtig, Papaya ist auch ein Radikalfänger, Meereskamille, Hyaluron, Peptide, Elastin, Liposome, Squalen, Kollagen, eben dieses Resveratrol, das Peptid Ideallift, das ist so ein spezielles Peptid oder Molekül, was halt eben für die Kollagenboost wichtig ist. Und Matrixyl 3000, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das sind auch verschiedene Peptide, die halt eben wichtig sind, für den Alterungsprozess aufzuhalten, um die Elastizität der Haut einfach aufzubauen. Also sind viele gute Sachen drin. Und ich finde, dass es richtig angenehm auf der Haut ist, als es relaxed sofort. Es zieht sehr schön schnell ein, ist eine super Make-up-Unterlage und ich finde auch, meine Haut sieht sehr, sehr gut aus, seitdem ich die verwende. Also gefällt mir sehr gut. Dann nehme ich zurzeit, brauche ich jetzt mal so meine Sonnenschutz ein bisschen auf, das Nivea Sun. Und zwar ist es Anti-Aging und ist mit Q10 auch nochmal Hautpflege. Das eigentlich im Prinzip nicht, weil ich ja schon sehr gute Hautpflege unten drunter habe. Ich nehme halt hier, ihr wisst, ich nehme ja eigentlich jeden Tag meinen UV-Schutz. Ich habe jetzt gar gesehen, es gibt einen Lidschatten mit UV-Schutz. Also wie viel da auf dem Augenlid ankommt, das wäre auch mal interessant zu wissen. Mache es häufig nochmal so ein bisschen hinter den Ohren und natürlich auf die Hände. Und so, wenn ich den Sonnenschutz aufgetragen habe, dann warte ich mindestens 10 Minuten, bis sich dieser Film ausgebildet hat, bevor ich jetzt Make-up oder irgendwas anderes verwende. Deswegen, ich gehe dann meistens mal Kaffee trinken oder setze mich an den Computer und so weiter. Ne? Aber wie gesagt, die 10 Minuten sollte man auf alle Fälle der Haut geben, dass dieser Film ausgebildet wird, dass ich halt eben diesen Lichtschutz habe. Ne? Was hat das? 50, genau. Steht auf der Packung nicht drauf, aber ich meine, das ist mineralisch. Aber es ist eins der wenigen Produkte tatsächlich, die so aus dem
deutschen Bereich, die ich ganz gut finde. Normalerweise nehme ich ja Japanisch, Koreanisch, Australisch, ne, weil die den Australier haben den höchsten SPF-Schutz und best untersucht, ne, weil die einfach dieses Ozonloch haben und weil da einfach jeder dritte Hautprobleme hat und sehr die welthöchste Hautkrebsrate haben oder Vorstufen davon. Also Probleme heißt Vorstufen zu Hautkrebs, ne? Und deswegen SPF ist da das Gang, also das kriegen die Kinder im Kindergarten schon beigebracht. Deswegen sind da, also würde ich mich niemals nach Amerika orientieren, weil die FDA völlig andere Ansprüche hat. Deswegen orientiert euch immer nach Australien, dann habt ihr den besten Schutz. Und ja, Australier sind ja auch so nett. Ich liebe Australien. Hast du das schon mal erwähnt? Nun gut, also auf jeden Fall habe ich jetzt eine tolle Hautpflege und fühle mich richtig, richtig wohl. Und jetzt machen wir gleich noch ein bisschen Make-up, wenn es ein bisschen eingezogen ist. Ach, in der Zwischenzeit kann ich euch einfach zeigen, was ich... Ich zeige euch mal die Sachen, die ich gekauft habe. So, und zwar bei Daiso habe ich mir die Teile hier gekauft. Und zwar sind die... sind das so Trenner, dass ich das halt quasi so abschneiden kann. Und kann das dann für verschiedene Schubladen verwenden. Und ich habe gedacht, das ist eine ganz praktische Geschichte. Da seht ihr, das kann man halt selber so zurechtschneiden, um so ein bisschen mein Make-up zu sortieren. Dann habe ich hier 8 cm. Das sind 10 cm. Und das sind für tiefere Schubladen sind das 14 cm. Und ich fand es halt eben ganz praktisch, wie gesagt, weil die haben, glaube ich, nur 2 Euro gekostet. Und wenn du sowas bei Amazon bestellst, zahlst du dann einen Haufen Geld. Ne? Und es war jetzt kein Gewicht im Koffer. Also deswegen habe ich mir da jetzt einige von diesen hier mitgenommen. Haben die extra aus Dubai dann irgendwie extra nach Deutschland getragen. Ja, so ist das. Ne? So. Und dann muss ich mich wirklich zusammenreißen. So rüberschieben. Nee. Da musste ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht zu viel andere Sachen oder Kosmetik noch mitnehmen wollte oder nehmen sollte. Und da habe ich mir nur noch das gekauft. Und zwar, das fand ich auch ganz praktisch, halt eben so eine Matte für Sushi zu rollen. Ne? Die hat mir nämlich noch gefehlt. Ich habe das immer versucht, so provisorisch zu machen. Aber diese Stäbchen, die sind halt sehr praktisch, um das zu rollen. Und deswegen durfte ich das auch mit. Und habe ich gedacht, kommt aus Japan. Werde ich damit auskennen. So, dann habe ich noch gekauft, früher habe ich mir immer, das ist noch eine tolle Perspektive, Frau Schäfer. Ja, macht nichts, ne? Komm mal hier, Schatz. Komm mal her. Mein Gott. Mein Süßer. Geht das recht gut, gell? Früher habe ich mir immer so Sticker gekauft für den Koffer. Kriegst du heute kaum mehr. Ne? Also du kriegst also irgendwie, ist es ganz schwierig. Jetzt kaufe ich mir immer Kühlschrankmagneten und den habe ich ganz hübsch gefunden. So. Was haben wir denn noch? Ach ja, und bei Dyson habe ich mir noch das gekauft hier. Fand ich irgendwie auch ganz interessant. Und zwar ist das so ein Silikonteil für die Fersen, dass man quasi da das Keratin so ein bisschen aufweicht. Und so kann man auch Creme auftragen, das kann man auch wiederverwenden, dass man quasi, ne, das wird halt einfach so über die Füße gezogen und dass man da ja, weiche Fersen bekommt. Das ist cool, oder? So, und dann habe ich Boots gesehen. Und Boots ist ja die Eigenfirma von Boots. Nein. Boots ist ja, glaube ich, eine englische Drogeriemarktkette und die haben also eben Drogerieartikel und in manchen Boots gibt es halt eben auch dekorative Kosmetik. So, also die sind immer so ein bisschen anders strukturiert als bei uns hier in Deutschland und da gab es Nummer 7. Ja, 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 ja. Mein Herz ging auf. Da war so eine nette Verkäuferin, also es sind immer sehr viele Verkäufer in so einem Laden und die hat also auch ganz toll Bescheid gewusst und hat dich auch gut beraten. Und dann gab es, also das ist schon alles sehr viel teurer als bei uns in Europa, muss man sagen. Die verdienen da ja auch dementsprechend mehr. Ne? Aber nichtsdestotrotz hat sich das für mich rentiert, weil du das einfach so hier nicht mehr bekommst. Ne? Also
Das ist halt einfach schwierig. Und die hat auch gesagt, von wegen, dass sie auch sehr viele Sachen, wie zum Beispiel dieses tolle Lift and Luminate Puder, dass die das auch nicht mehr kriegen. Ne? Also es wird, Boots hat es sehr stark reduziert, dass es anscheinend nur noch in England vertrieben wird. Ich weiß nicht, aus wegen dem Brexit oder warum auch immer. Auf jeden Fall kriegen die ausländischen Niederlassungen quasi nicht mehr so viele Sachen. Nun gut, auf jeden Fall, und dann waren noch 2+1 im Angebot. Das heißt, wenn du 2 Produkte gekauft hast, hast du das dritte umsonst bekommen. Also das heißt 33% Rabatt. Da ging natürlich mein Schnippchenjägerherz auf. Ja, also das heißt, ich habe mir hier 3 von denen gekauft, von der Lift and Luminate, weil es meine liebste ist. Und zwar, es steht Instantly Firmer, Lifted and Brightening Looking Skin. Und zwar habe ich die Farbe gekauft, Warm Ivory, Warm Beige und Cool Vanilla. You see, happy little camper. Dann habe ich mir noch gekauft die 3 Sachen. Und zwar zweimal den Concealer. Und zwar, wie heißt der? Der heißt auch Lift and Luminate. Hydra Luminous Dark Circle Concealer, und zwar einmal in der Farbe 1,5 und in der Farbe 2,0. So, das sind die beiden hier. Und dann habe ich mir noch gekauft das hier. Das ist so eine Feuchtigkeitspflege, also getönte Feuchtigkeitscreme, All Day Hydration, auch mit Medium Coverage. Genau, das waren die anderen 3 Produkte. Also man hat quasi immer, wenn man 3 Sachen gekauft hat, hat man das günstigste umsonst bekommen. So war irgendwie der Deal. Und für die 6 Sachen habe ich ungefähr um die 100 Euro bezahlt. Aber jeden Cent wert, meines Erachtens. Dann, und da gab es dann noch irgendwie so 2 kleine Probepäckchen für, was ist das, irgendwie so eine Bodylotion. Genau. Und dann war ich noch bei, war ich denn das bei Sephora? Ich glaube, das war in einem Sephora oder nee, das war woanders. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Laden es war. Und zwar, da habe ich mir gekauft von Some by Me Daily Waterful Sun Serum mit 50+ und PA4+, Natural Tone Up Soothe Moisture Protect Cita Care. Ne? Da ist ja häufig dieses Centelica mit enthalten, ne? Cica, dieses Asiata Centelica. Was halt sehr viel Feuchtigkeit geben soll. Und das ist eine Serum, also ein Serum SPF. Und da habe ich gedacht, das probiere ich mal aus, obwohl das also auch nicht ganz billig war. Das hat, glaube ich, so um die zwischen 15 und 20 Euro gekostet. Und dann, das fand ich ganz toll, das hat mir auch gut gefallen, weil man einfach so schlecht bei uns drankommt. Das ist I Am Meme, das ist auch eine koreanische Firma. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich bin ja so ein Sucker für Blushes und ich bin ein Sucker für Cream Blushes und ich bin ein Sucker für koreanische Cream Blushes und das ist alles in einem und die Farbe ist so schön. Das ist Pep Balm, Become Happy with a Simple Dab for Vibrant and Lively Moments. Fingertip. So. So sieht es aus. Ich halte es mal so rum. So. Genau. Und ich zeige euch mal die Farbe. Die fand ich so toll, dass ich das... Das ist hier irgendwie auch gecovert. So. Das ist das hier. Also man braucht gar nicht viel. Sieht so schön aus, oder? In der Kamera sieht es jetzt ein bisschen hell aus. Ach, toll. Riecht nach gar nichts. Wunderschön. Also finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Farbe. Super schöne Konsistenz. Sieht super natürlich aus. Ach, wie schön, ne? Und sowas bin ich ja ein Riesenfreund von. Ne? Da könnte ich ja echt sterben für sowas. Und es kommt besser raus. Ne? Die Lisa Eldridge hat ja auch tolle Farben und auch eine tolle Konsistenz. Aber das ist halt zu hart, dass es halt nicht so richtig gut rauskommt aus der Tube, weil die vorne so eine schmale Tube hat. Und da kommt es ein bisschen besser raus. Und das fand ich so schön. Es war nicht billig. Das hat irgendwie auch,
ich glaube, 12 Euro gekostet oder sowas. Also es war nicht ganz günstig, ne? Aber wenn ich es finde, schreibe ich es euch in die Kommentare. Also es waren gar nicht so viele Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Boots habe ich mich total gefreut, ne? Das ist eine der besten Foundation ever und hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wie gesagt, nun gut. So, und ihr seht auch hier, das ist mein To-Do-Stapel. Also ich habe da wirklich noch viele Sachen so in der Pipeline. Ich habe zum Beispiel hier nochmal, das sind die einzelnen verschiedenen Adventskalender, die ich gekauft habe, wo ich nochmal die Sachen mit euch ausprobieren wollte. Der ist von L'Oreal, der ist von, wie heißt der? Das ist die polnische Firma, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, L'Oreal. Catrice habe ich schon mal gemacht. Dann habe ich hier noch Sachen, die ich bestellt habe. So ein bisschen Schmuck. Dann, was habe ich hier noch drin? Ah ja, da habe ich auch Parfum bestellt. Dann habe ich hier auch noch so Skincare, Hauschka und Weleda wollte ich mal ausprobieren. Und Annemarie Börlind, habt ihr euch ja gewünscht, auch dekorative Kosmetik. Da werde ich auch dem nächsten Video machen. Dann habe ich mir das hier geleistet, Elizabeth Arden. Also wie gesagt, ich mache da nochmal ein extra Haul, Givenchy, Börlind, ne, ganz viel von dem Zeug. Dann halt hier noch so Highlighter, weil ich so viel Highlighter verwende. Hm. Und hier ein Pat McGrath Haul. Ja, also wenn ihr neugierig seid, das heißt, ihr müsst dann unbedingt meinen Kanal abonnieren, dass ihr die ganzen Sachen dann miterlebt, ne? Dass ihr das alles mitbekommt. Hier habe ich zum Beispiel auch mir einen richtig tollen Bläsermantel gegönnt von Best Secret. Der ist mit echter Wolle und der sieht so toll aus, weil der so ein bisschen oversized geschnitten ist. Und der war so krass reduziert und der ist so schön. Happy Little Camper. Und dann habe ich hier zum Beispiel mir noch so ein Jäckchen gekauft, so ein ganz einfaches für auf Jeans, dann so einen kleinen Jumper. Das fand ich irgendwie so total nett hier mit dem Teil hier, ne, weil die Farbe so schön war. Ja, es sind so ein paar Sachen, die wirklich schön sind. Die werde ich euch mal so auf Instagram zeigen, so als Look. Wie gesagt, hier einfach so ein gerade geschnittener Jumper. Sehr hübsch. So in diesen Move-Farben finde ich ja immer richtig schön. So, jetzt habe ich wieder die Vlogging-Kamera. Der wieder dieser schöne Mantel. Der war so günstig. Der war so günstig. Der ist von, wie heißt die Firma? Ferro Paris. Ja, und ihr seht hier, der ist mit Made in Italy. Also, der hat auch kein Futter oder Innenfutter, sondern der ist ganz plain. Also, ein toller Mantel. Also richtig, richtig schön für so Weekend-Sales oder sowas. Ne? Ich brauche meine Brille, sehe nichts. Blindfisch, gell? Frau Schäfer sieht nichts. So. Also könnt ihr echt mal gucken bei Best Secret. Gibt es wirklich die tollsten Sachen. Jetzt sind wir hier durch den langen, langen Flur. Ich glaube, der Hund schläft, hat es gar nicht gemerkt, dass ich weg bin. Oder mal gucken, ob er kommt. Riedel? Ah. Komm, Schatz. Gehst du mit? Na komm. Na komm. Riedel, komm. Ja? Wo bist du? Erstmal abwarten, was die Alte macht. Ne? Thank you.
So, es ist jetzt schon relativ spät und jetzt schminke ich mich mal ab. Ich muss echt ins Bett, ich bin müde. Ich nehme hier auch von der Mary Stürmer eine Reinigungsmilch. Die nehme ich jetzt zum ersten Mal, die habe ich noch nicht benutzt. Hat auch so einen leicht fruchtigen Geruch. Und ich nehme immer nochmal hier von Garnier, das mit Zellenwasser. Das ist nämlich egal, was ist. So, dann nehme ich immer das Serum. Das nehme ich gerne, um so 2-3 Pump rüber als Grundlage. Für die Feuchtigkeit und dass das Serum halt auch direkt einziehen kann. Und dann nehme ich meine Erol-Creme, das ist also eine Vitamin A-Säure oder das Tretinoin. So, und die ist jetzt auch schon fast leer. Die nehme ich eigentlich das ganze Jahr über durch. Also ich mache da jetzt nicht nur, dass ich sage, nehme das nur im Winter. Also ich nehme die Tretinoinsäure das ganze Jahr hindurch, weil ich auch das ganze Jahr hindurch SPF benutze, ganz klar. Wichtig auch immer die Hände. So, weil die ist schon sehr trocken und deswegen ist es gut, wenn man davor ein Serum aufgibt. Einfach weil es dann viel, viel leichter ist, dass das Ganze ein bisschen einziehen kann und sich besser anfühlt. Wie gesagt, im Winter nehme ich dann auch die Augencreme. Die wieder ein. Dann mache ich es meistens so, damit die Vitamin A-Säure auch nicht verdünnt wird und damit es auch schön einziehen kann, putze ich mir dann die Zähne, mache die Kontaktlinsen raus, ne, da so ein paar Minuten dazwischen sind. Und dann zum Abschluss die Anti-Aging-Creme, vielleicht die volle. Und das war's. Ganz einfach. So. In diesem Sinne, meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr eure wertvolle Zeit mit mir verbracht habt. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fühle mich jetzt schön gepflegt und aber auch müde, um ins Bett zu gehen. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, werdet gesund. Bis bald. Tschüss. Lippenpflege könnte ich noch auftragen. C'est ça. Das war jetzt von Essence hier Lip Booster. Ist auch schon angenehm. So, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr eure wertvolle Zeit mit mir verbracht habt. Ich beende jetzt an dieser Stelle den Vlog. Ich bin nämlich müde und gehe jetzt ins Bett. Dafür ist meine Haut jetzt schön gepflegt. Und ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne. Freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo natürlich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und dann bis dahin, bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Tschüss.